die Berechnung der Innenwände im Bereich Innenwände tragend, nicht tragend, Installationswände und Trempelabseitenwände ist etwas, was im Unterschied für oder zu den Außenwänden und zu den Wandscheiben grundsätzlich immer in derselben Wandebene erfolgt. Das heißt also, die Berechnung sowohl für die aussteifenden Platten, für die Konstruktion, Dämmung und Innenbeplankung erfolgt immer über die Achsfläche der Innenwände. Das ist der erste Anführungszeichen Unterschied zu den Wandscheiben, die ja freie Außenwände sind, und den Außenwänden genauso wie zu den Garagenwänden. Die Berechnungsbezüge sind also gleich. Auch hier der Bezug geht bei den Innenwänden immer bis Unterkante sparen. Auch das ein Unterschied zu den Außenwänden, wo es die Option gibt, diese eben bis zur Oberkante des Sparrens erhöht zu kalkulieren. Und diese Innenwände werden eben immer in der Höhe gerechnet, in der sie geplant sind. Das heißt also, wenn eine entsprechende Höheneingabe in der Planung erfolgt ist, ich sag mal, üblicherweise reden wir dabei von Installationswänden, dann ist das entsprechend die Bezugsfläche. Wenn die Innenwände durch Decken oder durch Dächer begrenzt werden, ist das die Bezugsfläche. Und ganz klar, wir haben damit eben Anführungszeichen eine trivialisierte, eine einfachere Berechnung. Es kommt noch eins dazu. Anders als für die Wandscheiben und für die Außenwände gibt es für die Innenwände, wenn Sie entsprechend ein Haus kalkulieren, nicht die Option über die Wandliste. Ich klappe die mal auf. Sie sehen, das gibt es nur für Außenwände und Wandscheiben. Eine horizontale Trennung der Wand zu einzugeben, zu erstellen, bedeutet also, Innenwände sind, wenn sie eben in diese einzelnen Container reinfallen, weil sie nicht in Massivwandstärke sind und weil sie den entsprechenden Eigenschaften tragend, nicht tragend, Installationswand, Trempel- und Abseitenwand entsprechen, sind dann eben immer in der geplanten Höhe komplett entsprechend in der einstellbaren Struktur der Materialität berechnet. Da kann es nicht sein, dass man sagt, da ist unten erstmal ein Meter Beton und dann wird die Holzstanderwand aufgesetzt. Das ist das, was es eben für die Wandscheiben oder die Außenwände geben würde, wenn Sie es im Projekt in der Wandliste einstellen. Bitte Achtung, Sie sehen in der Struktur der Steuerung der Holzstander-Innenwände, es gibt eine aussteifende Platte 1, 2, es gibt eine Innenbeplankung 1, 2 neben der Konstruktion und der Dämmung. Bedeutet eins, wenn wir uns die Berechnungsstruktur hier der Innenwände einmal anschauen, wir gehen einfach dafür aus der Voreinstellung der Sonderausstattung hier in der Masterkalkulation einmal mit Abbruch raus und schauen uns im Register Berechnung erstmal ganz kurz die Gewerkestruktur an. Und die Gewerkestruktur für die Innenwände ist so aufgebaut, dass wir eben hier die Innenwandrohkonstruktion haben. In der Konstruktionsebene, ganz klar, wird entsprechend das Ständerwerk berechnet und eine aussteifende Platte. Das ist in der Regel die Platte 1. Dann haben wir die Dämmung und die Lattung. In der Dämmungs- und Lattungsebene wird halt die Dämmung berechnet und die Lattung, wenn diese eben im Bereich der aussteifenden Platte gewählt ist. Das heißt also für diejenigen von Ihnen, die dort mit einem unsymmetrischen Wandaufbau arbeiten und eben Lattungsebenen haben, das wäre bei der Dämmung dabei, eben diese zweite Platte damit, wenn gedämmt, die Dämmung nicht rausfällt. Und dann haben wir die Innenwände-Beplankung. Das wäre dann der Bereich, in dem die Beplankung 1 und Beplankung 2 zu finden ist. Kann alles verändert werden, kein Thema. Wichtig erstmal nur für Sie, diese Struktur der Feingliedrigkeit, das wissen Sie, ist aufgrund der Möglichkeiten des Leistungsumfanges so definiert. Bedeutet also, schlüsselfertig, Sie machen alles. Und es könnte eben auch sein, bei einem Ausbauhaus, dass eben nur der Bereich Innenwand Rohkonstruktion von Ihnen kommt, beziehungsweise vielleicht Innenwandrohkonstruktion, Dämmung und Lattung, der Kunde dann die Beplankung selber macht, vielleicht auch noch in dem Falle von Ihnen ein Leistungspaket bekommt, das heißt also, Sie liefern die Plattenwerkstoffe, aber der Kunde bringt das Ganze selber an. Bedeutet also, das dürfen Sie im Hinterkopf haben, wenn Sie die Sonderausstattungsvoreinstellung machen, dass
eben wenn es bei Ihnen so ist, dass Sie nicht nur schlüsselfertig arbeiten, dass Sie wissen, die Beplankung ist das, was eben die häufigste Variante der Eigenleistung ist und das, was bei Dämmung und Lattung dabei ist in der Struktur, eben dazu führt, dass falls der Kunde die Dämmung macht oder Sie die Dämmung eben nicht machen, die schließende Platte oder die schließende Ebene dann, ich sage logischerweise, es geht bautechnisch ja gar nicht anders, eben in der Dämmungsebene dabei ist. Das also als ganz kurzer Ausflug in die Gewerkestruktur. Wir gehen natürlich jetzt über den Inhalt der Sonderausstattung erst einmal in unser Register Wandaufbau. Und jetzt haben wir, es geht halt mit IW ab Seite los, für die ganzen Innenwänden hier entsprechend unserer einzelnen Steuerung, das heißt also für Abseiteinstallation nicht tragend und tragend. Welche wir hier nehmen, ist an sich egal. Ich nehme trotzdem einfach mal den Bereich Innenwand tragend. Das heißt also, wir haben aussteifende Platte 1. Das heißt, im Bereich Innenwandrohkonstruktion, das ist das, was ich gesagt habe, werden die entsprechenden Plattenwerkstoffe ausgewiesen. Achtung, dadurch, dass es eben die Variante gibt, dass auch ohne zur Verfügung steht, gibt es einen Hinweistext. Hier ganz klar wieder, damit eine entsprechende Ausführung von Ihnen, auch wenn keine Beplankung dort drauf kommt, eben textuell ausgewiesen werden könnte, wenn Sie mit einer Standardbaubeschreibung arbeiten, weil dies eventuell eine Abweichung ist, wenn Sie mit einer dynamischen Baubeschreibung arbeiten, dafür, weil Sie es vielleicht dann doch beschreiben wollen, dass keine Platte drauf ist, aber Wahrscheinlichkeit sicherlich bei einer Standardbaubeschreibung, wenn es eine Abweichung ist, höher. Wenn wir auf die aussteifende Platte 2 gehen, das hatte ich angekündigt, hier gibt es eben die Variante in der Ausführung im Branchenmodell Holzbau, dass es eben eine Lattungsebene geben könnte. Diese switcht dann eben in den Bereich Innenwände, Dämmung und Lattung mit rein, während sonst die tragende Platte natürlich hier ebenfalls im Bereich der Innenwandrohkonstruktion berechnet wird. Die Ständerwerk Ebene ist ganz klar, das heißt Innenwandrohkonstruktion. Wir haben die Berechnung des Ständerwerkes und ich mache einfach mal einen Doppelklick. Wir gehen auf die Berechnung des Ständerwerkes. Gesagt hatte ich, es wird immer in der Achse gerechnet. Die geplante Wandhöhe, Wandgeometrie ist das, was letztendlich greift. Und wenn wir uns hier die Formeln angucken und auf Berechnungsübersicht gehen, dann sehen wir, hier gibt es keine Festformeln oder Festwerte. Es wird entsprechend die Einstellung der Sonderausstattung, aus der wir gerade kommen, abgefragt. Das heißt also, die Berechnungsebene hier sind ganz, ganz, ganz klassisch, einfach, ganz normale Formeln, bei dem eben gesagt wird, wenn die Eigenschaft für die Holz Ständerwand stimmt und es eben keine Massivwandstärke ist, das heißt nicht 11, 5, 17, 5, 24 oder 25, dann wird die entsprechende Ständerebene in dem jeweiligen Bereich, das heißt hier entweder Innenwände tragend, nicht tragend und so weiter und so fort, entsprechend gerechnet. Bitte Achtung, ich gehe hier ganz bewusst nochmal auf das Register allgemein. Wir haben bei den Innenwänden anders als bei den Außenwänden Anführungszeichen eben nur im Ständermaterial die entsprechende Quadratmetermenge. Das gleiche gilt für für Plattenwerkstoffe und für die Dämmung. Dort kommen natürlich noch Anschlüsse zu Sichtbalken und Sichtdecken dazu. Das schauen wir uns gleich an. Wir haben aber bei den Innenwänden Rohkonstruktion hier, ich sage mal Anführungszeichen, natürlich noch die Berechnung, die hier zum einen die Anzahl der Standardwandelemente berücksichtigt.